So, liebe Leute, herzlich willkommen heute zum Trade-Besprechung. Wir wollen jetzt in regelmäßigen Abständen einige Trades besprechen, gute wie schlechte Trades und einige Ideen, die hinter den Trades sprechen. Und ich beginne mal mit einer Aktie, die im Moment absolut heiß ist und nichts für schwache Nerven ist, für wirklich nur ganz erfahrene Trader. Das ist die Tilray, Cannabis-Stock aus Kanada. Und wie es dann immer so ist, an der Börse gibt es verschiedene Themen und die sind mal in und mal out. Wir haben das, oder ich kenne es schon seit der Dotcom-Blase, mal waren es Dotcom-Unternehmen. Das zog sich über viele, viele andere Aktien bis hin zu letztem Jahr Bitcoin, die ganzen Blockchain-Technologie-Aktien hin. Und im Moment ist es einfach dieser Cannabis-Hype, ja, wo man eben ja, davon spricht, dass hier vielleicht die nächsten großen Millionenumsätze lauern. Und was auffällig ist bei dieser Aktie, die seit ihrer Emission mal über 1000% gemacht hat, heißt, die wurde emittiert mit unter $30 und hat in der Spitze die $300 erreicht. Ich werde euch jetzt auch mal direkt hier den Chart einblenden und den Chart zeigen. Also wir haben hier keine lange Kurshistorie von der Aktie. Das ist jetzt hier ein Minutenchart. Wir werden jetzt mal hier auf den Daily Chart entsprechend gehen. Täglicher Chart. Wir sehen schon hier Emissionen der Aktie und seitdem dann eine fast unglaubliche Rallye, die diese Aktie gemacht hat. Und das ist natürlich eines dieser Geschichten, ich werde schnell reich, dass immer mehr Leute aufspringen. Und letztendlich hat diese Aktie wenig Substanz. Also die Marktkapitalisierung liegt bereits über 19 Milliarden. Das ist eine riesengroße Marktkapitalisierung und sollte eigentlich, oder entspricht Marktkapitalisierung von etablierten Unternehmen. Aber in der Tat wird hier einfach nur ein Traum und ein bisschen Hoffnung gehandelt. Letztendlich geht es mir aber nicht um die Bewertung von fundamentalen Daten, weil wir natürlich hier versuchen, Trades zu machen, sondern es geht mir hier bei diesem Trade einfach mal darum, euch zu zeigen, wie läuft es bilderbuchmäßig ab, wenn es in eine sogenannte Short Squeeze geht. Das heißt, eine Aktie, wo entsprechend Marktteilnehmer falsch positioniert sind, das heißt, sie shorten diese Aktie aufgrund eben fundamentaler Daten, aber die Markttechnik spricht eigentlich dagegen. Kurse gehen immer höher und sie werden dann entsprechend ausgequetscht und müssen auch irgendwann panisch raus, weil eben der Unterschied zu einer Long-Aktie ist, eine Long-Aktie kann Maximum auf 0 fallen, ich kann 100% verlieren, aber wenn ich diese Aktie hier bei 30 zum Beispiel geschortet habe, dann kann ich das Zehnfache von meinem Einsatz verlieren, wenn ich ungehebelt handle, also gehebelt durchaus noch mehr. Und das macht natürlich so ein Shorten von solchen Aktien extrem gefährlich, eine Short Squeeze. Aber ich werde euch zeigen, dass sich trotzdem richtig gute Möglichkeiten auftun und wie ich solche Kandidaten behandle. Punkt 1 ist erstmal, ich bin auf diese Aktie aufmerksam geworden vor ein paar Tagen, erst vor einigen Tagen, als ich hier so Anfang September um die $100 pendelte über Facebook. Und wie immer ist es bei solchen Kursbewegungen, bei solchen Aktien, dass immer mehr Leute von dieser besonderen Aktie hören. Es wird natürlich in den Social Medien geteilt und es bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Und je mehr es steigt, umso größer wird natürlich die Aufmerksamkeit und so mehr zieht es auch das dumme Geld an, was letztendlich sich dann auch in dieser Aktie positionieren will. Jetzt ist allerdings Folgendes bei dieser Aktie so, es ist ein Wert, der relativ klein ist und der hat einen geringen Free Float. Free Float heißt, wie viele Aktien sind denn überhaupt hier im Umlauf zu im Verhältnis zu den ausstehenden Aktien und wie viel kann dort oder auch zum Tagesvolumen, das heißt, wie viel Aktien werden hier gehandelt. Und da werden wir eben sehen, dass der Free Float von dieser Aktie sehr, sehr gering ist. Das heißt, da gibt es eine geringe Liquidität und das heißt natürlich, sobald dann etwas höhere Nachfrage auf diese geringere Liquidität kommt, wird letztendlich dieser Aktienkurs mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit explodieren.
Ja, also erstes wichtiges Merkmal hier von dieser Aktie ist geringer Free Float. Und das nächste Wichtige ist, ist eine Aktie, die ständig mit irgendwelchen positiven Nachrichten rauskommt, irgendwelche positiven Nachrichten pusht und die letztendlich in aller Munde ist. Und jetzt ist es so, dass eine Short Squeeze sich häufig in mehreren Teilen abspielt. Was eben passiert ist, dass die Leute, die short sind, letztendlich sich nicht mehr eindecken können. Und was auch ganz wichtig ist, dass das prozentuale Verhältnis von den geschrotteten Aktien zum Free Float relativ hoch ist. Also in diesem Fall so um die 20%. Das heißt, 20% des ganzen Free Floats sind in den Händen von Shortern. Und ihr werdet sehen, man kriegt gar keine Aktien mehr short. Und die Leihgebühr für diese Aktie ist auf sagenhafte 300% gestiegen. Also es macht eigentlich auch gar keinen Sinn, diese Aktie zu shorten. Und dennoch muss man sich natürlich fragen, man entdeckt diese Dinger ja, man wird sie gerne hier unten irgendwo entdecken, auf der Long-Seite dabei ist, aber man kriegt natürlich von diesen Werten häufig erst mit, wenn sie in aller Munde sind. Und jetzt geht es hier eigentlich darum, ja, wie handle ich denn so ein Ding oder was kann ich dann entsprechend machen? Wie kann ich damit umgehen? Und die Nummer 1 Regel ist, bloß nicht irgendwie hier short gegen dieses Momentum zu gehen. Ja, sondern eine ganz wichtige Regel ist, warten, bis es vollkommen verrückt wird. Und vollkommen verrückt heißt normalerweise, es geht A viel weiter als man denkt, aber, und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn ich hier auf den 5-Minuten-Chart entsprechend gehe, wir sehen hier die Aktie. Ja, hier an diesem Tag macht sie noch mit dem Gap auf, geht von der 120 auf die 150. Das ist natürlich schon viel, aber ihr seht hier, wir gehen hier im Prinzip immer noch mit richtigem Momentum nach oben. Und auch am nächsten Tag eröffnen wir dann eben sehr hoch. Da waren wahrscheinlich viele Margin Calls der Fall. Und jetzt passiert hier an diesem Tag Folgendes. Das sieht man auf dem 5-Minuten-Chart nicht. Ich werde es euch jetzt aber auf dem 1-Minuten-Chart entsprechend zeigen. Werden wir in dem Chart, hoppala, wenn wir in dem Chart ein bisschen zurückgehen und uns das dann anschauen. Also sie hat Aktien, macht erstmal mit dem Gap auf, geht an dem Tag noch weiter nach oben und jetzt lädt ihr mir den 1-Minuten-Chart, ich muss dann doch hier in den 5-Minuten-Chart hineingehen. Man kann es hier so ein bisschen sehen, hier an diesen Kerzen, was hier passiert ist. Die Aktie wird hier intraday 5-mal vom Handel ausgesetzt, weil die Volatilität so hoch ist. Das heißt, der Markt flickt hier vollkommen aus. Wir sehen hier zum Schluss eben nochmal einen Verdopplungsschritt innerhalb eines Tages. 19. September, ihr seht hier 150 war der Schlusskurs, Verdopplungsschritt innerhalb eines Tages. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante. Der Markt fällt hier relativ stark. Ihr seht, an der Kerze wird erstmal ausgesetzt, geht runter, öffnet hier, schließt sozusagen intraday das Gap, fällt wieder, wird wieder ausgesetzt, fällt hier nochmal und hier kommt jetzt das erste Mal Gegenmomentum rein. Das ist jetzt hier in dieser Bewegung vorher, also wann das kommt, kann eigentlich niemand absehen und deswegen ist das der Punkt, den man definitiv noch abwarten muss. Das heißt, bis dahin ist diese Aktie wirklich nur auf der Watchlist und wird nicht gehandelt und wird nicht getradet. Aber jetzt haben wir hier plötzlich ein signifikantes Hoch, von dem wir uns sehr stark entfernt haben. Diese Bewegung ist ganz normal und jetzt muss man ein bisschen Glück haben, nämlich nicht immer, aber sehr häufig passiert Folgendes, es kommt nochmal so eine Hoffnungswelle rein, die kam dann hier rein und ihr seht hier, die Aktie schießt hier zum Handelsende nochmal nach oben, wahrscheinlich eben auch nochmal Shorts, die sich eindecken müssen und er macht am nächsten Tag hier nochmal auf. Und jetzt haben wir die Punkte, die ich brauche, um wirklich auch eine gute Strategie machen zu können, was man vorher nicht hatte. Ich habe nämlich ein signifikantes Hoch, also wirklich ein ganz, ganz deutliches Hoch, von dem wir uns massiv entfernt haben. Ich habe vorher diese vollkommene Wohler gehabt und dass der Markt wirklich ausgeflippt ist. Und wir haben nicht nur einen Tag gehabt, sondern mehrere Tage, wo die Aktie wirklich short gesqueezed wurde. Also ein Tag wäre definitiv zu wenig, weil es muss wirklich ein massiver Schmerz für die Shorts sein. Jetzt folgende Überlegung. Die Shorts, die jetzt noch hier überlebt haben, hier oben, und die hier in dieser Bewegung nicht glattgestellt haben, die werden wahrscheinlich auch nicht so leicht zu squeezen sein. Das heißt, das sind Jungs mit relativ tiefen Taschen. Der Rest am Markt werden unsichere Hände sein. Das heißt, Leute, die relativ schnell verrückt spielen, egal ob es nach oben oder unten geht, weil es hier nicht die sicheren Hände sind. Und
Wir haben mit der Markteröffnung hier oben nochmal aufgemacht, hier relativ kräftig gestern. Und wir haben jetzt hier mit der 300 eigentlich einen richtig guten Stopppunkt. Jetzt kommt aber das nächste Problem für diesen Trade. Wenn ich mir anschaue, wenn ich eben hier drauf gehe und die Aktie anschaue, ja, können wir gerade mal machen, das dauert gerade eine Sekunde. So. Dann sehen wir hier, dass 509% mittlerweile die Leihgebühr ist und leerverkaufsfähige Aktien sind 0. Das heißt, ich habe gar keine Aktien, die ich leer verkaufen kann. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja okay, wenn ich die Aktien nicht leer verkaufen kann, wie kann ich denn dann überhaupt hier noch an diesem Wert auf der Short-Seite profitieren? Aber es ist natürlich dann ohne einzelne Aktien gar nicht mehr gut möglich. Und da ist es natürlich jetzt das Tolle, dass es ein Nasdaq-Wert ist und fast auf allen Nasdaq-Werten haben wir letztendlich... Da sehen wir hier Optionen zur Verfügung. Und wir haben hier Optionen mit relativ kurzen Laufzeiten. Gestern war es ein Tag bis 7 Tage. Und die Idee, die dann entsprechend dahinter steht, ist zu sagen, okay, ich kann dieses Geschäft auch umsetzen mit Optionen. Das heißt, ich kann entweder hingehen und Calls leer verkaufen oder Puts Long kaufen, also beides Möglichkeiten, um auf fallende Kurse zu spekulieren. Oder sogar, wenn ich synthetisch die Aktie shorten will, also das heißt, dass ich im Prinzip meine Prämie, die ich bezahle für den Put, einnehme, indem ich einen Leerverkauf von dem Call mache. Und ich habe hier mir Folgendes überlegt, an dem gestrigen Tag, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich 2 Geschäfte tätigen, wobei dann später nur 1 zur Ausführung gekommen ist. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. So. Und zwar seht ihr hier, was ich hier gemacht habe, auch keine riesengroße Position, weil man muss hier immer aufpassen, das ist ein absolut hochspekulatives Geschäft. Ich habe also hier 15.55 Uhr, das war so in diesem Bereich hier oben, da habe ich eben entsprechend gekauft einen September, 21. September, also Verfallstag der 21. und ich habe es am 20. gemacht, also Laufzeit nur noch einen Tag, habe ich gekauft, relativ teuer, für 18,45 den Put. Das heißt, damit der überhaupt ins Geld läuft, muss die Aktie schon mal $20 unter der 210 stehen, was letztendlich relativ viel ist. Und deswegen wollte ich eigentlich dieses Geschäft gegenfinanzieren, indem ich gleichzeitig einen 300er Call verkaufe. Der 300er Call hat fast $10 Prämie noch gebracht. Ich habe das Geschäft limitiert, es ist aber nicht ausgeführt worden. Ich hätte dann nachlimitieren wollen, ich wollte aber auch nicht weniger Prämie haben und habe dann nur den Put bekommen. Das war dann hier in dieser Phase, also den Put habe ich bekommen, den Call nicht, da habe ich noch ein bisschen abgewartet und das war dann jetzt erstmal auch nicht weiter schlimm, weil wir natürlich mit dem Put das Risiko begrenzt haben auf Maximum unseren Einsatz. Beim Short Call hätte ich das Risiko, wenn die Aktie weiter explodiert wäre, dann wäre es theoretisch so gewesen, ich hätte... Wenn ich bei 300 oder wenn ich den 300er Short Call mit 10 verkauft hätte, dann wäre ich synthetisch bei 310 auf 100 Aktien Short gewesen. Das heißt, alle Kurse über 310 hätten mich richtig, richtig Geld gekostet, wenn es dazu gekommen wäre. So habe ich aber keine Prämieneinnahme gehabt. Und jetzt ist eben wichtig, der Markt ist hier volatil und er kam dann hier gestern runter. Und hier war dann die erste Unterstützung und in der Nähe der ersten Unterstützung habe ich dann auch dieses Geschäft glatt gestellt, heißt, bin eben hingegangen, seht ihr hier 21.41 Uhr zum Sitzungsende hin unserer Zeit, habe ich das bei 45,25 letztendlich verkauft. Wir sehen, ja, das ist ein Gewinn von guten 27
Punkten, das sich auf 100 Aktien bezieht, $2.700. Also ein bisschen mehr als 100% habe ich hier auf diese Option gemacht innerhalb dieser paar Stunden. Und die wesentlichen Elemente dieses Trades waren: identifiziere eine Aktie, wo ein Short Squeeze ist, warte, bis das Momentum raus ist, warte, dass es total verrückt nochmal wird, also ein Tag mit Handelsunterbrechung, sonst was. Schau, dass diese Aktie wirklich Headline in den ganzen Financial Newspapers war. Das war sie, also ein richtiges Thema, dass wirklich alle schon involviert drin sind. Und dann warte auf eine kräftige Bewegung weg vom Hoch. Diese musst du komplett abwarten, damit du ein signifikantes Hoch hast. Hast du das signifikante Hoch identifiziert, dann warte auf einen deutlichen Pullback, und dieser Pullback sollte mindestens 50%, wenn bis idealerweise 2/3, ihr seht hier oben war eine dicke Widerstandszone durch diese Tops hier gegeben sein, und dann versuchst du entweder die Aktie zu shorten. Das hätte ich am liebsten gemacht, weil das direkte Geschäft hätte mich keine Optionsprämie gekostet, dadurch, dass die Aktie aber nicht verfügbar war zum Leihen und wenn nur zu extrem hohen Leihekosten, 500% über ein Jahr sind extrem hohe Leihekosten. Einfach mal als Vergleich, selbst für eine Tesla zahlt ihr vielleicht Maximum 1,5% Leihekosten, und für eine Facebook seid ihr sogar unter 1% Leihekosten. Das heißt also, diese hohen Leihkosten hätten das attraktive Geschäft auch zunichte gemacht, und ja, deswegen haben wir uns hier für die Geschichte eigentlich interessiert, einen synthetischen Short zu machen, das heißt Call-Optionen zu verkaufen, Put-Optionen zu kaufen. Dieses Geschäft ist mir nicht ganz gelungen, weil ich keine Ausführung in der Call-Option bekommen habe. Jetzt kommen eben oder stellen sich hier folgende Fragen: Was wäre jetzt gewesen, wenn der Markt weiter hochgegangen wäre? Ich hätte dann hier die Ausführung in der Call-Option sicher bekommen. Das heißt, es wäre erstmal nicht schlimm gewesen, weil dann hätte ich die Prämie in dem Put verdient, zum großen Teil, und dann wäre der Bereich, wenn wir über 210 bis 300 bis heute geschlossen hätten, also in dieser Handelsspanne irgendwo hier gewesen wären, dann wäre das Geschäft plus minus null oder mit einem kleinen Verlust vielleicht geendet worden. Das heißt, das wäre nicht schlimm gewesen. Es wäre schlimm gewesen, wenn ich den Call bekommen hätte und wir über 310 gegangen wären, habe ich gerade schon erklärt. Aber wenn die Aktie eben fällt, und wir haben hier, normalerweise hätte ich schon Geld verdient, sobald sie unter 210 fiel, wenn ich den Call bekommen hätte. So musste die Aktie erstmal tiefer ins Geld laufen, aber das ist auch passiert. Und sie hatte hier zum Beispiel einen inneren Wert von 50, als wir hier am absoluten Tief waren. Also ihr seht, so schlecht haben wir das Ding gar nicht verkauft bekommen. Und so haben wir über Umwegen dieses Geschäft gemacht. Also es ist ein ganz klassisches Geschäft. Das sind Trading-Gelegenheiten, die kommen nicht immer vor, aber es sind Sachen, die kann man relativ häufig machen, insbesondere wenn Aktien vollkommen mit Shorts überladen sind. Ich zeige euch ein zweites Beispiel. Eben habe ich euch da die Ausführung gezeigt. Hier müsste ich jetzt in wirklich weiter zurückgehen, aber dieselbe Logik steckt hinter dem. Ich gehe mich hier auf dem täglichen Chart, das ist die Tesla-Aktie. Und auch bei der Tesla-Aktie ist es so, dass viele, es ist eine der meistgeschorteten Aktien an der Nasdaq, dass hier viele Leute short sind, dass diese Aktie sehr stark im Medienfokus ist und dass es hier wirklich nochmal richtig verrückt wurde. Nämlich, erst kam hier die Unternehmensergebnisse, das hat die Aktie sehr hoch gepusht, aber was dann hier an diesem Tag kam, hier, das sehen wir auf dem Daily Chart nochmal, das war der Tag, wo Elon Musk hingegangen ist und gesagt hat, ja, er will die Aktie wieder vom Markt nehmen zu 420, weil er keine Lust mehr hat, dass die Aktie öffentlich ist. Und 420, das wäre der Takeover-Price gewesen, und naja, das hat natürlich zu einer extremen Short-Squeeze geführt. Das heißt, hier sind in dem Tag nochmal alle rein, die total gierig waren, das sind aber die schwachen Hände, die Shorts raus, die schwachen Hände waren, also die schwachen Shorthände, die starken Shorts sind drin geblieben, und wir haben da so einen Final Peak erlebt, was man auch hier schön im Volumen sehen kann, und dann direkt an den nächsten Tagen eine Rückwärtsbewegung, eine Retracement dagegen, nicht ganz 50% hier, und dann hat der Markt erstmal den freien Fall angetreten, und auch das war so ein klassischer Kandidat, nicht ganz so extrem und nicht ganz so ideal wie die Tilray, die ich euch eben gerade vorgestellt habe, aber das sind so die typischen
Trades, die man nach einer Short Squeeze machen kann. Natürlich wäre man lieber am Anfang erstmal auf der Long-Seite dabei gewesen, weil eine Aktie, die sich verzehnfacht, ist natürlich fantastisch. Aber häufig ist es ja so, man hat nicht ganz diese Werte auf der Watchlist, aber wenn man dann ein bisschen in den Social Medias liest, in den Financial News liest, dann wird man immer diese Hot Stocks erkennen und wird dann auch rausfinden, was sind diese Short-Kandidaten. Die setze ich mir dann eben auf die Watchlist und dann kommt irgendwann der Tag, wo ich zuschlage. Und erfahrungsgemäß, meine Erfahrung aus der Dotcom-Blase sind solche Werte, die verlieren später 80% ihres Wertes von der Spitze an. Also das würde für die Tilray so ein Kursziel eben geben, dass wir wieder Richtung 20, 30 fallen würden. Also deutliche Abwärtsbewegung und deutliches Potenzial ist noch da. Und natürlich verliert die Aktie jetzt mit jedem Tag, wird sie dann wahrscheinlich das Momentum verlieren, weil sie dann auch wieder aus dem Fokus rausrutscht. Aber es bleiben jetzt einfach weiter interessante Trading-Gelegenheiten und ist einfach ein interessanter Trading-Markt, insbesondere wenn vielleicht an anderen Märkten mal nicht so viel wohler ist. Also das war einfach mal heute Trade-Besprechung von einer klassischen Short-Squeeze, wie ich die handle. Idealerweise versuche ich die Aktie selber zu shorten. Wenn es nicht geht, versuche ich den Short synthetisch über Options zu machen. Short Call, Long Put. Und wenn mir die synthetische Option-Strategie nicht gelingt, dann habe ich aber immer noch über den Long Put die Möglichkeit, noch zu partizipieren. Ich baue es immer so auf, eigentlich, dass ich versuche, Short Call und Short Put gleichzeitig zu machen, aber bei solchen Aktien ist ein hoher Geldbriefspread, weil die Volatilität so hoch ist da und dann kriegt man manchmal nicht seine gewünschte Position und in dem Moment, wo der Markt dann fällt, wird der Long Put ja sofort Geld mehr wert, während ich die Auswirkung auf den Short Call nicht bekomme und dann will ich auch nicht hinterher limitieren, weil das macht dann keinen Sinn, weil wenn der Markt wieder steigen würde, dann würde ich auf dem Long Call kurz Geld verlieren, aber dann die Execution und die Prämie einnehmen auf dem Short Call. Also muss man da einfach ein bisschen warten und mit diesem synthetischen Geschäft kriegt man im Idealfall den Short komplett nachgebildet. Das heißt, man kann die Aktie mit keiner wenig oder wenig Prämie sozusagen kaufen. Ich musste jetzt hier relativ viel Prämie bezahlen. Das war auch dann so, dass ich das sehr stark tracken musste an dem Tag, denn ich hätte hier natürlich dann, wenn ich merke, es kommt kein Momentum nach unten, dann verliere ich relativ schnell viel Prämie auf den Long Put und den hätte ich dann relativ schnell glattstellen müssen. So, das war einfach mal ein Beispiel dazu. Wenn ihr Fragen zu dem ganzen Trade habt oder auch an weiteren Trade-Besprechungen interessiert seid, dann könnt ihr gerne auf unserer Academy-Plattform reinschauen. Das heißt, auf unserer Academy-Plattform academy.radat.info, da haben wir regelmäßig auch Trade-Besprechungen drauf und viel Spaß beim Schauen. Würde mich über euer Feedback freuen. Bis dann, bye bye.